fahren den Knollengraben runter. Auf der Höhe vom Knollengraben. Ja, der Mercedes wird jetzt quasi zum Hubschrauber. Sie sehen Ravensburg von oben nochmal. Jetzt gehen wir in die Luft, oder? Jetzt sehen Sie praktisch Ravensburg. Ja, jetzt seht ihr. Ja, die Oberschwabenschau macht deutlich die besondere Verbundenheit und aufeinander angewiesen sein des Stadtes, der Stadt und des Landes. Dieser Satz stammt nicht von mir, der stammt von 1967, da gab es mich noch gar nicht, und der stammt von Karl Reschle anlässlich der Oberschwabenschau 1967. Und meine Damen und Herren, eigentlich hat sich im Grunde nach seitdem nichts geändert. Auch heute noch ist die Oberschwabenschau eine einzigartige Verbindung von Innovation und Tradition. Sie hat sich im Kern nach nicht verändert über 50 Jahre hinweg, aber natürlich hat sie sich mit der Welt auch verändert, das ist wichtig. Nur dann geht eine Tradition weiter und es gibt auch Innovationen. Und in einer solchen Innovation, in einer solchen Erneuerung sitzen wir hier erstmalig zur Oberschwabenschau. Gibt es hier diese Ravensburg-Halle, Sie sehen hier das Rathaus ohne Flecke. Ja. Sie sehen die Räuberhöhle mit einer Originallampe, mit Originalspinnweber dran. Und Sie sehen hier viele Häuser, Türme unserer Stadt, so wie Sie sie auch im Groß sehen können. Und ich lade Sie jetzt schon ein, wenn Sie auf der Oberschwabenschau waren, gehen Sie die paar Schritte hier in die Stadt hinein. Dann sehen Sie dies alles hier im Original. Und ich möchte mich bedanken bei Ihnen, Herrn Schauck, bei Herrn Drescher, beim gesamten Team der Oberschwabenschau für diese super Idee. Gestern Nacht habt ihr mir noch Bilder geschickt live. Da war die Farbe zum Teil noch nicht trocken, da war noch nicht alles fertig. Im Rathaus stand noch mittendrin eine Leiter. Ihr seid fertig geworden, rechtzeitig heute Morgen. Vielen Dank an das Team der Oberschwabenschau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, im Privatleben gilt es und im politischen Bereich noch mehr. Die großen Aufgaben, die großen Herausforderungen, die suchst du dir meistens nicht selber aus, die kriegst du vom Leben übertragen. Das sind oft Aufgaben, mit denen hast du nicht gerechnet, aber die finden statt und dann musst du damit umgehen. Das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen und auch die Verantwortung insbesondere der Politik auf allen Ebenen, Europa, Bund, Land und auch bei uns auf der kommunalen Ebene. Dafür gibt es viele Beispiele im Großen, denken wir an das Thema Globalisierung, Digitalisierung. Das sind Themen, die finden statt und wir stehen nur vor der Wahl. Lassen wir es passiv geschehen oder gestalten wir es aktiv in unserem Sinne mit. Es findet ohnehin statt. Bei uns auf kommunaler Ebene gab es so ein paar Themen, die habe ich mir nicht ausgesucht. Die wollten wir nicht, aber sie kamen und wir sind damit umgegangen. Ich erinnere beispielsweise, ist mittlerweile ja schon Kriegsgeschichte, WGV, der größte Rechtsstreit dieser Art zwischen Stuttgart und Ravensburg. Es ging in Summe, ich sage die Zahl nochmal, damit sie ins Erinnerung gerufen wird, es ging in Summe um 100 Millionen Euro, also um den Stillstand unserer Stadt, ja oder nein. Wir konnten diesen Rechtsstreit beenden, Gott sei Dank, Vergangenheit. Ich erinnere an eine weitere Aufgabe, die Geschichte uns übertragen hat. Wir mussten über 800 Geflüchtete innerhalb von wenigen Wochen und Monaten unterbringen, meine Damen und Herren. Auch diese Aufgabe haben wir uns nicht ausgesucht, aber wir haben sie positiv angenommen in Ravensburg. Und wir haben das Beste gemacht für die Menschen, die zu uns kommen, aber auch das Beste für die Stadt. Und lieber Manne Lucha, ich glaube, wir können heute sagen, wir haben das gut hingekriegt hier in Ravensburg. Ein Dankeschön an alle, die da mitgewirkt haben, an alle Bürgerinnen und Bürger. Jetzt gibt es noch etwas Neues und über dieses Thema möchte ich heute reden. Und ich möchte mich auch darauf beschränken. Es findet etwas statt hier im Süden der Republik, hier im Verdichtungsraum Schussental. Es findet statt das Wachstum. Das Wachstum findet statt und wir können es einfach geschehen lassen, dass das Wachstum einfach irgendwo stattfindet, mit allen Auswirkungen, auch negativen Auswirkungen, die dies hat. Oder wir gestalten es und wir steuern es. Das Wachstum findet statt, es wird stattfinden, insbesondere aufgrund der Wirtschaftskraft unserer Region. Ein paar Zahlen, 1.000 neue Jobs jedes Jahr, allein hier in dieser Stadt Ravensburg. Letzten 7 Jahre 7.000, also jedes Jahr 1.000. Die Geschwindigkeit nimmt in dem Bereich
sogar zu. Sie haben es gelesen, was hier große Mittelständler, ich schaue jetzt mal Udo Vetter an, was hier einige große Mittelständler vorhaben. Also wir haben ja einen Zuzug von Fachkräften aus ganz Deutschland. Und meine Damen und Herren, und das sage ich jetzt mal mit Blick auf den Ministerpräsidenten, lieber Herr Kretschmann. Herr Kretschmann, Sie haben gerade gesagt, Sie sind ja selbst Oberschwaben. Wir haben ja auch das Phänomen, dass wir nicht nur eine bessere Geburtenrate haben, was ja sehr erfreulich ist, sondern wir haben das Phänomen, dass die 20- bis 40-Jährigen massenhaft unsere Stadt verlassen, eine enorme Fluktuation, aber noch mehr in diesem Alter kommen hierher als Fachkräfte oder nach einigen Jahren der Entbehrung in Tübingen, Stuttgart oder sonst wo im Unterland wieder zurück nach Ravensburg. Und deswegen, der Herr Kretschmann kommt ja auch immer gern zurück in seine Heimat Oberschwaben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, raten Sie mal, wie viele Gymnasien wir derzeit zum Beispiel haben. Nur mal diese Zahlen mal zu verdeutlichen. Schuleinpendler, wir haben etwa 10.000 Schuleinpendler jeden Tag. Nur mal diese eine weiterführende Schule herausgegriffen. Wir haben derzeit 11 Gymnasien in Ravensburg. Nur mal als Beispiel. In einer Städte mit 50.000 Einwohnern, ich schaue den ehemaligen Gymnasiallehrer Kretschmann an, eine Stadt mit 50.400 Einwohnern, bei der nächsten Eröffnung Oberschwabenschau werden es vermutlich schon über 51.000 sein, haben wir also 11 Gymnasien. Und so könnte ich weitere Kennziffern anbringen. Die wichtigste von allen ist meiner Meinung nach etwas, was uns jeden Tag drückt. Wir riechen es, wir hören es stört uns. Wir haben 40.000 Einpendler jeden Tag, Berufs- und Schuleinpendler jeden Tag. Zu diesem großen Problem, zu dieser großen Herausforderung Verkehr, Pendlerverkehr, einpendelnder Verkehr, durchfahrender Verkehr, komme ich dann später noch. Dann schließt sich wieder der Kreis zum Thema Moldite. Wir Oberschwaben, wir halten zusammen und wir haben viele Herausforderungen. Wir haben viele Probleme, aber Herr Ministerpräsident, das möchte ich heute auch sagen, an diesem herrlichen goldenen Oktobertag. Wir Oberschwaben wissen schon auch, wir leben im Paradies von Deutschland, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen auf der Oberschwaben, herzlich willkommen in Ravensburg. Vielen Dank, danke. Dass Ravensburg 11 Gymnasien hat, das hätte ich jetzt wirklich nicht geglaubt, wenn mir das jemand erzählt hätte. Ja, also, ich denke, das ist ganz wichtig, aus dem, was wir jetzt haben, wo wir gerade leben, sozusagen diesen großen Gestaltungsanspruch, den Sie geschildert haben, dass wir den wirklich sehr ernst nehmen, mit der großen Tradition, für die diese Stadt ja mitsteht. Ja. Dass wir mit diesen tiefen Wurzeln in der Geschichte, und die sind in Ravensburg ja sehr, sehr tief, in diesem Bewusstsein, dass die Region nicht zum ersten Mal stark ist in der Geschichte, sondern schon viele Stärkephasen hatten und wir jetzt wieder eine haben, schauen, dass wir das auch in die Zukunft mit rüber retten können. Also, ich denke, das sind alles Gründe dafür, aber ich habe natürlich auch sehr persönliche Gründe, immer gern hierher zu kommen, wie ich meine Verwandtschaft, lebt ja hier und mein Enkel ist hier geboren und wann? Am Rutenmontag 2015. Also mein Raffinierter kann man eigentlich einen MP nicht empfangen. Man zeigt ihm jetzt erstmal die Vision dieses Tunnels, wie toll das alles ist. Ich meine, was soll der dann noch machen? Ja? Was soll der dann noch machen? Ich denke, das werden wir bald in trockene Tücher bekommen. Das ist schade. Aber Ravensburg hat ja vieles und jetzt kriegt er dann halt auch nur einen Tunnel. Gut, also, das ist immer schön, das wollen immer alle, aber das Problem beim Tunnel ist sich so teuer. Ja. Schön, aber teuer. Also deswegen sind es keine einfachen Vorhaben, das muss allen wirklich klar sein, weil die gigantische Summen immer aus dem Verkehrsetat verschlingen. Deswegen muss es gut überlegt und auch ausgewogen sein. Deswegen gibt es die Prioritätendiskussion. Es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Bei den Prioritäten ist es immer so, die dann vorne liegen, jubeln und die hinten liegen, schreien.
Aber wenn man das nicht macht, verstehen Sie, dann weiß gar niemand, warum kriegt der das und der nicht. Und darum ist es wichtig, damit wir auch einfach Transparenz in der politischen Entscheidung haben, dass man das auch einigermaßen nachvollziehen kann, warum in der einen Region was passiert und in der anderen sie etwas warten müssen. Das ist einfach so. Lass mich zum Schluss noch was zur Presse selber sagen. Das sind alles tiefe Umbrüche mit der Digitalisierung. Das ergreift jeden Lebensbereich. Die Oberbadenmesse ist erstmal eine Messe mit der Landwirtschaft als Schwerpunkt. Ich sage immer, der Mensch steht tief in der Biologie. Und da nützen alle virtuellen Welten nichts. Wir müssen alle essen, wollen es und tun es auch gern. Manchmal zu gern, wie man an den Bräuchen dann sieht. Ja. Aber das ist ganz wichtig, was hier geschieht, das will ich nochmal sagen. Zwar ist die Landwirtschaft von der Wertschöpfung natürlich nur noch ein geringer Teil der Volkswirtschaft, aber sie ist sehr wichtig. Wie wir uns ernähren, das ist ganz entscheidend wichtig, nicht nur für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, für unseren Genuss. Es ist auch wichtig für die Landschaft. Wir können ohne eine gut funktionierende Landwirtschaft, die mit der Natur arbeitet und nicht gegen sie, diese schönen Landschaften, die dieses schöne Oberschwaben ja mitgeprägt haben, nicht erhalten. Das muss uns allen klar sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch solch eine Messe haben hier im Oberschwaben, die das einfach in das Zentrum stellt. Und dass wir diese bäuerlichen Betriebe, wo sich die Menschen jede Woche nach der Decke strecken müssen, dass sie bestehen können, dass wir ihnen auch Respekt und Anerkennung entgegenbringen und dass wir auch bereit sind, für gute Lebensmittel aus der Region auch ein bisschen mehr hinzulegen, als für irgendwas, was man nur als Billigprodukt irgendwo herkommt von der Welt. Meine Damen und Herren, das ist ganz wichtig. Ich will Sie mal so erklären. Zu Goethes Zeiten hat der durchschnittliche Haushalt 75% für Ernährung ausgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch knapp 50%. Noch 1970 waren es 35%. Heute sind es unter 14% einschließlich Wirtshausbesuchen. Ja? Also es zeigt, die Deutschen sparen sich immer alles vom Mund ab. Ja? Das ist eine richtige Strategie, ist das glaube ich nämlich nicht. Ja, es geht ja nicht so darum, dass wir wieder so viel ausgeben wollen wie 1970, aber dass wir ein bisschen mehr darauf achten, dass wir auch auf Qualität achten und immer überlegen, wo kommt es her, was müssen die Menschen machen, wie sieht die bäuerliche Landwirtschaft aus, die auch unsere schöne Kulturlandschaft erhält. Wie sieht es aus, dass die Landwirtschaft auch auf das Tierwohl achtet und vieles andere, was uns wichtig ist, dass wir auch darauf achten und dann sind wir sicher bereit, dafür etwas mehr hinzulegen und mal woanders ein bisschen zu sparen. Das, glaube ich, will ich noch als Botschaft rüberbringen für diese Messe her, weil auch das ist wichtig, auch wenn sein volkswirtschaftlicher Anteil natürlich kleiner wird, ist es trotzdem etwas, das ganz wichtig ist für unsere Basis, auch für unser Land. Sie müssen noch mal überlegen, im Tourismus sind mehr Menschen beschäftigt in Baden-Württemberg wie im Fahrzeugbau. Natürlich nicht mit derselben Wertschöpfung, aber es sind doch wichtige Arbeitsplätze. Sollten wir nicht vergessen, also auch das ist wichtig. Wir sind Gott sei Dank ein Tourismusland, das nimmt zu, weil es sich rumspricht, dass wir einfach ein Genießerland sind, dass man bei uns die meisten Sterneköche findet, aber einfach auch gute regionale Produkte, Produkte aus biologischem Anbau, was die Menschen heute alles gerne haben und wünschen. Und dazu möchte ich Sie nochmal ermutigen, dass wir das annehmen. Schauen Sie auch, dass Sie gesellige Stunden erleben, sodass wir uns allen deutlich wird, wir leben gern in diesem Land und besonders gern in Oberschwaben, der Perle Baden-Württembergs. Vielen Dank.